Grüßt euch, diesmal geht es um einen portablen LED-Beamer oder Projektor, wie man das auch nennen mag. Steht einfach Projektor drauf. Das Tolle ist an diesem Ganzen, ist er noch mit einer 3D-Funktionalität. Und schauen wir uns das Ganze mal an, ich bin wirklich sehr gespannt. Hoppala. Ja, ich schaff's immer wieder mal, diesen Ständer umzuwerfen, das geht irgendwie immer hin. So. Schieben. Und da ist er auch schon. Und da fliegt mir auch gleich das Handbuch schon entgegen. So, Garantiekarte. Cool. Okay. Schauen wir uns zunächst erstmal das Handbuch an. Ich finde das immer interessant, dass man erstmal schauen kann. Gut, in Deutsch, das ist schon mal sehr gut. Da freut sich der Deutsche. So, gucken wir uns das Ganze mal im Schnelldurchgang an. Weil es ja doch immer interessant ist, gerade für die Leute, die sich das Gerät kaufen möchten und schon mal vorab dich informieren möchten, wie das Ganze, ja, in Betrieb zu nehmen ist. Also dieser Beamer ist hier wirklich für alles gewappnet. Der hat ja nicht nur auch einen SD-Karteneinschub, sondern auch USB und HDMI. Und natürlich auch einen altbewährten VGA, den man auch noch braucht, hin und wieder zumindest. Wenn man jetzt zum Beispiel Präsentationen machen würde, wäre das eine Sache. Aber da würde dann auch wahrscheinlich eher der HDMI-Anschluss zur Geltung kommen. VGA-Kabel ist nicht dabei, ist ja auch sinnlos. So selten, wie man das braucht. So. Hier sehen wir auch die Fernbedienung. Ja, also es ist sehr gutes erklärtes Handbuch, würde ich mal sagen. Das schaut wirklich ordentlich aus. Toll. Gut. So, haben wir es jetzt hier durch? So einiges. Also man sieht, das Handbuch ist wirklich hier sehr gut erklärt. Wirklich auch die einzelnen Menüpunkte schön erklärt. Das finde ich toll. Schon mal direkt ein Pluspunkt. Also man sieht hier einiges. Ich möchte jetzt nicht hier komplett alles durchgehen. Das ist doch, wir sind jetzt schon am Ende gewesen. Ja, hier zeige ich euch das nochmal, das ist vielleicht auch mal ein wichtiger Aspekt. Also bis 176 Zoll, krass. Natürlich schon eine ordentliche Größe. Ja, schön ist dieser Projektor, er lässt sich wohl auch mit einem Pad und mit einem iPhone oder generell einem Smartphone verbinden. Ich brauche aber dafür noch einen extra Dongle, wie es aussieht, der ist nicht dabei. Und deswegen kann ich euch diese Funktion nicht zeigen, aber es ist nicht so tragisch. Es geht jetzt erstmal um die wichtigsten Funktionen, dass man hier einen schönen Film abspielen kann. Und bin ich mal gespannt. So, hier ist ja schon mal die Fernbedienung. Ja. Drückt sich gut, liegt gut in der Hand, klein, passt. Gut, schon mal die Hand, also Fernbedienung, schon mal okay. Stromkabel,
Okay, haben wir noch so ein SVGA. Hier haben wir noch das HDMI-Kabel. Ja, und jetzt kommt das Beste zum Schluss. Der Beamer. So. Dann muss ich jetzt einfach mal das Ganze hier so ein bisschen draufstellen. Und da ist er auch. So, ich würde jetzt mal die Kamera ein bisschen näher hinstellen. Moment. Also eine wirklich ordentliche Linse. Schaut euch das mal hier von nahen an. Cool. Also die Linse schon mal gut, macht einen guten Eindruck. Die Linse von meinem aktuellen Beamer, das ist ein alter LG mit da ist nicht mal ein HDMI-Ausgang dabei, also ein uraltes Gerät. Und der hat auch etwa so eine große. So, da haben wir auch hier den VGA-Anschluss. Hier haben wir den AV-Kopfhörer, also für Lautsprecher oder Kopfhörer. SD-Karte, tolle Sache. Schön, wenn ein Gerät so etwas hat. USB, also auch für den Stick. Ja, HDMI für HD-Wiedergabe. So, schauen wir uns nochmal hier die Rückseite an. Die Unterseite. Und hier ist dann so dieser Schraubverschluss, dieser Dreher, wo man dann die Neigung ein bisschen stellen kann. Das Ganze sitzt auf Gummifüßen. So, hier haben wir die Bedienung oben. Ja, also allgemein macht das Gerät einen guten Eindruck. Hier kann man auch nochmal nachjustieren. So, hier ist dann der Strom. Gebläse ist von allen Seiten so ein bisschen. Das werden die Speaker sein. Also links und rechts. Ja, toll. So, vom Gewicht her habe ich das Ganze ja schon gemessen. Waren es etwa 1,8 Kilo mit Verpackung. Ich würde das Ganze jetzt gerade nochmal nachmessen für euch, dass ihr jetzt einfach mal gucken könnt, wie viel das Ganze so wiegt. Moment. So. Also wir sind hier bei 1,2 Kilo. Im Großen und Ganzen. Das ist in Ordnung. Das ist wirklich nicht viel. Und von der Größe her lässt sich das auch sehr gut wegstauen. Wenn ich schon mal einen alten Beamer hier oben betrachte, der ist ja deutlich größer. Der ist wirklich doppelt so groß wie dieser hier. Und ich bin sehr gespannt, was das Gerät hier taugt, und werde euch dann noch einige Videos zeigen und noch ein paar Bilder machen, damit ihr das Ganze mal sehen könnt. Schön. So, grüßt euch, ich wollte euch mal hier den Qualität von dem Beamer zeigen. Leider ist mein iPhone hier gerade so ein bisschen inkompetent, um das Ganze hier scharf zu machen. Aber jetzt zeigt es mal stellenweise, wie ihr seht, schön, Qualität passt. Und die Lautstärke ist auch enorm, ich hatte es wirklich runterdrehen müssen. Also Kino-Feeling sollte definitiv aufkommen bei der Lautstärke. Und ja, ich habe es nochmal hier zum Testen jetzt mal aufgebaut, weil ich muss noch eine andere Leinwand hier holen, weil leider, ich glaube, das ist hier nicht so perfekt, da muss ich schon ein bisschen nach vorne gehen. Gut, aber um euch jetzt schon mal zu zeigen, wie das Ganze hier aussieht, habe ich mir gedacht, mache ich mir hier ein kurzes Video, und da sehen wir auch gleich einen Trailer zu Outcasten. Ein cooles Game, und ja. So, und so sieht das Ganze dann aus. There are several things that we actually try to achieve with each specialization. One of the first is that it feels like it's significantly. Mach auch gerne mal die Lautstärke lauter.
I think there's a lot of different avenues we can go down for that. Sometimes it's looking to types of playstyles that we haven't explored yet for that particular specialization. By doing so, it feels... Das ist 75% gewesen. Ja, also ordentlich wenig, ne? Ja, klare Kaufempfehlung, tolles Produkt.